Das ist richtig kacke, ne? Das ist richtig kacke, ja. Kein Standard. Für den letzten Schritt fehlt das passende Werkzeug. Das hier ist die Schubstange. Die kommt vorne vom Lenkgetriebe. Geht hier auf einen Umlenkhebel. Hier ist der Schlitz. Damit wird hier drin der Kugelkopf gesichert. Hier komme ich natürlich jetzt mit einem Schraubenzieher oder so nicht mehr rein. Was natürlich ganz klar ist, wir können nicht für alle amerikanischen Autos alle Spezialwerkzeuge vorrätig haben. Und dann zum passenden Zeitpunkt auch noch finden. Ingo muss sich also selber helfen. Da gibt es nur eins, wenn du irgendwo nicht drankommst, dann musst du aus unserem Werkzeugmeer irgendwas nehmen, das umschweißen und dann missbrauchen, bis das das ist, was du brauchst. Jetzt habe ich mir schnell mal hier einfach was zusammengebraten. Jetzt kann ich das mit der Ratsche da reinschrauben. Der Ingo ist mit mir groß geworden. Der kennt das eigentlich nach Dreirad, kennt der nur, es muss irgendwie gehen. Weißt du, es muss irgendwie gehen, es geht nicht, das muss irgendwie gehen. Wir kommen da nicht dran, dann sägen wir das ab und schweißen und dann noch den Regenschirm von der Oma und dann geht's dann doch. Das kennt der Ingo schon alles. Der Ingo kennt das alles von null. Das war ja so, ne? Nach der Grundschule früher habe ich bei Micha die Werkstatt gekehrt und habe dann immer 5 Mark einkassiert. Dann habe ich nach der Schule bei ihm gearbeitet und mir Kohle verdient. Dann habe ich die Lehre zwischendurch woanders gemacht. Nach der Lehre bin ich wieder hierhin zurückgekommen. Jetzt werde ich das in meinem Glücksbrunnen hier abkühlen. Guck mal, wie viel Geld da schon drin liegt. Nee, Alter, Katastrophe. Was willst du mir erzählen? Das ist Quatsch, ne? Wer schmeißt denn da Geld rein? Guck mal, siehst du die ganzen Münzen da drin schon? Die großen Münzen holen wir uns raus. Ich hatte irgendwann mal Kleingeld in der Tasche und ich habe die Klamotten fertig gemacht für die Waschmaschine. Und dann habe ich das Kleingeld einfach da reingeschmissen und habe gesagt, das ist der Wunschbrunnen. Und seitdem, immer wenn da so ein paar Kunden stehen und grübeln, gehe ich immer dahin und sage, das ist der Wunschbrunnen, könnt ihr Geld reinwerfen. Ingo hat den erzählt, das ist ein Wunschbrunnen. Nee, ich weiß nichts davon. Ich werde noch nicht fürs Finanzamt vorgeladen. Dann finde ich aber irgendwas mit Wunschbrunnen und Versteuerung von dem Einkommen. Und wer darüber Buch führt, erklärt ich nicht. Ich weiß nichts von dem Wunschbrunnen. Bist du irre oder was? Du hast keine Ahnung. Hauptsache, die Wünsche gehen in Erfüllung. Jetzt kann ich schön mit der Ratsche da rein. Und guck mal, jetzt kann ich das drehen. Das hat mir die Arbeit natürlich jetzt um einiges vereinfacht. Siehst du? So, das war's.